Hallo. Sandra und ich machen ein Channeling. Und zwar denken wir, es geht um die Erde, um die Energien, die jetzt gerade so wild, chaotisch, drängend, nötigend. Also gerne seid dir, bist du eingeladen, deine Absicht auch auf die Erde zu leiten und in die Energie einzustellen. Ich verbinde mich mit der Mutter des Lichts. Und dieser Raum öffnet sich. Und sie sagt, ich grüße dich von Herz zu Herz. Erkenne dich in dieser Zeit, in deinem eigenen Feld und versuche immer mehr, die Kräfte der Erde, des Lebens und der eigenen Kraft wahrzunehmen. Das unendliche Licht immer wieder aus deinem Herzen auszustrahlen und dich deiner eigenen Frequenz zu befinden. In dir ist die Energie rein und die äußeren Energien, die jetzt so verhaften im gesamten Feld, kannst du aus deinem eigenen Feld so wie fernhalten, dich in deiner eigenen Energie befreien. Und in dieser Energie kannst du den gesamten Energiefluss der Erde aktivieren oder da unterstützen? Ich habe jetzt das Bild, wie im Menschen die Energiebahnen und die Energiebahnen von Mutter Erde, wenn die in uns geheilt sind, sind sie in der Erde auch geheilt. Wie so zusammenarbeiten. Ja. Sie sagt, verbinde dich ganz mit der Erde. Nehme die Energie wahr. Und nehme sie in deinem Körper auf. Die Kraft der Erde durchströmt deinen ganzen Körper. Und durch dein Kronenchakra,
dein Scheitel strahlt ganz klares Licht. In deinen ganzen Körper, so wie kristallklar. Durch all deine Energiebahnen. Bis ins Zentrum der Erde. Und ich habe jetzt so das Bild, oder ich fühle es auch so, dass es wie wieder so in die Ausdehnung, also das Einengende wieder so weiter wird. Und in diesem Fluss der Energie kannst du dich jetzt einfach hingeben. In Liebe zu dir, in Liebe zur Erde, in Liebe zu allem, was ist. Wir, die Hüter der Erde, haben uns verbunden. Wir sind aus verschiedenen Ebenen eine Übereinkunft des Lichts, der Leichtigkeit und der Liebe. Und auf der Erde, in der Menschenwelt, sind auch Vereinte, die für dasselbe schaffen wie wir. So ist jetzt die Zeit, dass ihr erkennt, dass im Innen wie im Außen, was euch schon geläufig ist, auch bedeutet, im Kleinen wie im Großen. So erkennt eure Herzaufgabe, was ihr in euch erlöst, in jedem Einzelnen von euch, erlöst sich auf der ganzen Erde, in der Erde und außerhalb der Erde. So lasst uns gemeinsam diesen Schritt der Liebe tun, uns vernetzen, im Kleinen wie im Großen, und eure Kraft, die in euch strahlt und aus euch heraus strahlt, in dieser Verbindung, in der Liebe des einen Ganzen, heilt euch, heilt die Felder um euch, heilt die Frequenzen der Erde, und die ganze Mutter Erde durchschwingt mit und in eurer Liebe. So lasst uns Hand in Hand und jeder auch für sich alleine in seinem Herzen rein, klar und weit sein und diese Energie wie Wellen ausströmen. Und es geschieht jetzt in der höchsten Verbindung des Lichten von uns allen in der Gemeinschaft der Herzenergie, der klarsten, reinsten Form, von der Quelle genährten Seelen, die auf dieser Erde und im ganzen Erdschwingungsfeld und weit hinaus jetzt in ihre volle Kraft strömen. Lass diese dunklen, hängenden Schichten vollständig los und geht in eure eigene Ermächtigung zurück. In das, das ihr seid. Licht, Liebe, Größe und Kraft. So lasst alle Verbote los, die euch jetzt noch daran hindern. Diese Energie, ich sehe es beinahe wie so explodieren von innen nach außen, aber so kraftvoll, nicht brutal, sondern einfach kraftvoll.
erkennt eure Größe. Die Mutter des Lichts, sie sagt, die reine Liebe, die klare Information, die du in dir trägst, ist immer vorhanden und ein Augenblick in dieser Energie und diese Klarheit schenkt dir ein tiefes inneres so wie ein Feld der Reinheit, wie ein Friedensgefühl, der Ursprung deines Selbst, und in diesem erkennst du immer wieder deine eigene, also das Vertrauen, die Kraft und auch den Lebensmut, hier zu sein. Ja. Also wir sollen uns noch an unsere Wurzeln erinnern, wirklich die Wurzeln unseres Ursprungs, und dann stehen wir im Licht und in dieser Vertrauensverbindung. So schön. Ja, dann tun wir das mal. Ja, dann hoffe ich, dass es für dich auch so kraftvoll und so klärend war. Ja, genau. Und wünsche einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ciao.